Mahlzeit zu einem heute mal etwas anderen Video zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung zum Thema Kühlsystem. Ich habe die Lösung mal erarbeitet und gehe die jetzt mit euch durch. Wie ist so eine Zwischenprüfung überhaupt aufgebaut? Es gibt erstmal 10 Multiple-Choice-Fragen, die ihr beantworten müsst. Und als nächstes kommt eine Art fingierter Kundenauftrag. Bei uns ist jetzt die Kundenbeanstandung, dass der Kunde sagt, er hat eine zu hohe Motortemperatur und euer Auftrag ist es, das Kühlsystem zu überprüfen. Blättern wir um, kommen wir auch schon zur ersten Aufgabe. Arbeiten am laufenden Motor, da besteht Unfallgefahr. Welche 3 Maßnahmen sollten wir unbedingt vermeiden? Naja, dass man nicht in rotierende Teile greift, das sollte jedem klar sein. Wenn man mit heißen Dingen arbeitet, sollte man auch Handschuhe tragen. Und wenn man einen lauten Motor hat, dann sollte man vielleicht auch einen Gehörschutz anlegen. Wie gesagt, es geht hier um Unfallgefahren. In Aufgabe 2 geht es um Vorsichtsmaßnahmen am Arbeiten im Kühlsystem, die wir im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift beachten sollen. Da wäre zum einen mal, dass man den Ausgleichsbehälter nicht plötzlich öffnet, weil dann plötzlich das Kühlmittel anfängt zu kochen und wir uns tierisch verbrennen können. Der Kühlerlüfter kann auch bei ausgeschalteter Zündung anlaufen. Das heißt, wenn man da mit der Hand irgendwo in der Nähe ist und plötzlich denkt sich das Motorsteuergerät, das Kühlmittel ist noch warm, wir müssen einmal den Kühlerlüfter anlaufen lassen, dann kann man sich da richtig wehtun. Austretende Kühlflüssigkeit, da sollte man auch drauf achten. Das kann Haut- und Augenschäden verursachen. Da sollte man am besten auch nicht mit in Kontakt kommen. Ich denke mal, bis hierhin sollte jeder mindestens 3 Sachen hinschreiben können, die ihm einfallen. Die beiden Aufgaben sollte man also hinbekommen. Aufgabe 3, das Fahrzeug hat Kühlflüssigkeit verloren und wir brauchen 3 Maßnahmen, die beim Austritt von Kühlflüssigkeit zu beachten sind. Naja, erstmal sollte Kühlflüssigkeit am besten gar nicht austreten, aber deswegen ist der Kunde ja da. Aber wenn was austritt, dann sollte man es am besten auffangen, falls doch was auf den Boden tropft, das entweder mit einem Bindemittel binden oder aufwischen. Und das Ganze natürlich fachgerecht am Ende auch entsorgen. Nächste Seite. Die untere Abbildung zeigt eine schematische Darstellung des Kühlmittelkreislaufs. Jetzt sollt ihr den Bauteilen die richtige Ziffer zuordnen. Das sollte für euch, denke ich mal, auch kein Problem darstellen. Man sieht auf den ersten Blick hier den Ausgleichsbehälter. Das wäre also die Nummer 1. Das Thermostat. Wo das sitzt, das sieht man vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht, aber da das Thermostat ja den großen von dem kleinen Kühlkreislauf trennt, kann man es sich da einfach machen. Man geht einfach vom großen Wasserkühler aus ein Stück zurück, entweder hier oder hier. Und wenn wir da weitergehen, stoßen wir hier auch schon auf unser Thermostat, was ja hier den Weg fürs Kühlmittel blockiert, damit das bei kaltem Motor erstmal nicht da durchfließen kann. Mal für unser Thermostat also auch schon mal schreiben, das ist Nummer 2. Der Kühler im Pkw, den sollte auch jeder auf den ersten Blick erkennen. 2 dicke Schläuche gehen hin, ist hier auch gut symbolisiert in der Darstellung, also Nummer 3 unser Kühler. Nummer 5 sitzt hier am Motorblock direkt dran, das kann also nichts anderes sein als unsere Wasserpumpe oder Kühlmittelpumpe, damit haben wir schon mal Nummer 5. Jetzt brauchen wir noch den Wärmetauscher für die Heizung. Wenn wir uns den Kühler mal angucken, der wird symbolisiert durch ein langes Rechteck. Hier oben haben wir noch ein solches Rechteck. Können wir also davon ausgehen, dass 6 unser Wärmetauscher für die Heizung ist. Aber da wir jetzt auch nur noch ein Teil übrig haben, den Ölkühler, und Nummer 7 definitiv nicht unser Ölkühler ist, können wir direkt Nummer 4 als Ölkühler identifizieren. Man hätte es auch hier an dem runden Kreis erkennen können, wo der Ölfilter dann angeschraubt wird. Viele werden es auch direkt erkannt haben. Für die, die es nicht erkannt haben, hier nochmal eine Erläuterung. So, Aufgabe 5. Es ist gefragt nach der Richtung des Flusses des Kühlmittels. Da orientieren wir uns am besten an der Wasserpumpe. Die sitzt ja hier. Und die Wasserpumpe pumpt das Kühlmittel immer in den Motor hinein. Das heißt, wir können hier schon mal unsere Richtungspfeile einzeichnen.
durch den Block. Hier geht es auch wieder raus. Aus dem Block raus. Zum Wärmetauscher. Und dann folgt man einfach den Leitungen. Bis man einmal wieder bei der Wasserpumpe angekommen ist. Damit hätten wir auch schon den kleinen Kühlkreislauf. Jetzt könnte man hier auch noch für unseren Wasserölkühler das Ganze einzeichnen. Auch den Rücklauf zum Ausgleichsbehälter. Das können wir ja gerade noch mal machen. Geht einmal hier noch durch die beheizte Drosselklappe. Und dann muss von hier unten natürlich auch noch was kommen. Dann geht das Ganze wieder Richtung Ausgleichsbehälter, vom Ausgleichsbehälter dann wieder Richtung Wasserpumpe. Solche Aufgaben sind eigentlich relativ einfach, wenn man sich merkt, die Wasserpumpe drückt unser Kühlmittel in den Motor hinein. Dann hat man hier immer den Anhaltspunkt und kann anfangen, Pfeile zu malen. Wichtig ist natürlich, dass das Ganze bei geschlossenem Thermostat eingezeichnet wird, laut Aufgabenstellung, und damit keine Pfeile in unseren großen Kühler gehen. Nächste Aufgabe. 3 Prüfungen bei einer Sichtprüfung am Kühlsystem. Naja, da guckt man, ob die Schläuche rissig sind, ob irgendwelche Schlauchverbindungen undicht sind, ob der Kühlmittelstand am Ausgleichsbehälter in Ordnung ist oder nicht. Und ich wette, euch fällt da auch noch viel mehr ein als mir jetzt gerade. Aufgabe 7, 3 mögliche Ursachen für die Kundenbeanstandung. Wir erinnern uns zurück. Die Kundenbeanstandung ist, dass der Motor eine zu hohe Temperatur hat. So, woran kann das liegen? Ja, das Thermostat könnte nicht öffnen, dadurch wird der große Kühlkreislauf nicht geöffnet. Die Wassermenge, die durch den Motor fließt, ist zu gering und wird natürlich auch nicht ausreichend gekühlt. Woran könnte es noch liegen? Naja, was haben wir denn für ein Fahrzeug? Einen Golf 2. Die wurden bis 91 gebaut. Wir wissen nichts über die Wartungshistorie dieses Fahrzeugs. Das heißt, der Kühler könnte auch immer noch der erste sein und nach über 20 Jahren. Da kann so ein Kühler auch mal verkalkt sein. Solange euch hier irgendwas einfällt, was realistisch ist für die Kundenbeanstandung, das könnte auch einfach sein, Kühlmittel tritt komplett aus und es ist gar kein Wasser mehr drin, dann wäre das auch korrekt, weil es kann ja so passieren. Eine dritte Ursache schenke ich mir an dem Punkt. Wo wird der Kühlmittelstand überprüft und wo sollte er sich bei kaltem Motor befinden? Das sollten im zweiten Lehrjahr eigentlich auch alle wissen, wenn wir unseren Ausgleichsbehälter haben. Haben hier unsere Max-Markierung und hier unsere Minimum-Markierung, dann sollte sich unser Kühlmittel bei kaltem Motor zwischen Minimum und Maximum befinden. Wenn der Motor warm wird, dann dehnt sich auch Kühlmittel aus, genau wie alle anderen Sachen. Bei Wärme dehnen sich Materialien aus. Und durch diese Ausdehnung vom Kühlmittel wird dann die Max-Markierung erreicht. Deswegen Kühlmittelstand bei betriebswarmem Motor prüfen. Oder darauf achten, dass bei kaltem Motor der Kühlmittelstand zwischen Max und Min ist. Aufgabe 9. Wie kann man mit einfachen Mitteln ein Thermostat überprüfen? Wenn wir uns nochmal die Abbildung hier angucken, dann sehen wir ja, dass das Thermostat diesen Schlauch hier erst freigibt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist und dieser dementsprechend auch erst betriebswarm werden soll und vom Kühlmittel durchflossen, wenn das Thermostat öffnet. Die einfachste Methode bei kaltem Motor ist es also, den Motor einfach starten, ein bisschen warm laufen lassen und dann mit der Hand am Schlauch vom Motor zum Kühler zu fühlen, ob der warm wird. Wenn der nicht warm wird, dann öffnet auch nicht das Thermostat. Wir können also festhalten, welche Funktion das Kühlmittelthermostat hat. Das müsste ich jetzt, glaube ich, nicht weiter erläutern. Das ist einzig und allein dafür da, dass der große Kühlkreislauf geöffnet wird. Wir haben ja 2 Kühlkreisläufe.
einmal den kleinen, der beinhaltet unseren Wärmetauscher, den Ölkühler, natürlich noch den ganzen Motor und andere kleine Bauteile und dann den großen Kreislauf, der dann noch durch unseren Wasserkühler ergänzt wird. Und unser Thermostat ist nur dafür da, den großen Kühlkreislauf zu öffnen, damit der Motor besser gekühlt wird mit mehr Kühlmittel und dieses Kühlmittel dementsprechend auch heruntergekühlt wird über unseren Wasserkühler. Nun prüfen wir am Fahrzeug mit einer Überdruckpumpe am Ausgleichsbehälter, ob wir eine Undichtigkeit im System haben. Wer mit so einem Gerät noch nicht gearbeitet hat, für den blende ich hier einmal eine Abbildung von diesem Ding ein. Mit dieser Überdruckpumpe macht man nichts anderes, als am Ausgleichsbehälter ein Bar drauf zu geben an Überdruck. Und wenn dieser Druck abfällt, dann hat man eine Undichtigkeit im Kühlsystem nachgewiesen. So, wie geht man dabei vor? Wir haben hier mehrere Sachen zur Auswahl. Aber als erstes wird so eine Prüfung ja immer am betriebswarmen Motor durchgeführt, also wäre das Nummer 1. Da wir das Ganze am Ausgleichsbehälter messen wollen, müssen wir den natürlich auch öffnen. Und damit wir unser Prüfgerät anbringen können, brauchen wir auch noch einen Adapter. Also erst den Adapter montieren und dann das Prüfgerät auf den Adapter montieren. Jetzt können wir mit unserer Pumpe einen Überdruck von ca. 1 Bar erzeugen und dann warten wir 20 Sekunden, ob der Druck abfällt. Der Druck im Kühlsystem fällt ab. Jetzt ist danach gefragt, welche Ursachen vorliegen können. Ganz klar, erstmal irgendeine Undichtigkeit. Wenn man das jetzt noch weiter ergänzen möchte, kann man auch noch schreiben, an der Wasserpumpe bzw. Kühlmittelpumpe, an Verbindungen etc. etc. In der nächsten Aufgabe ist dann auch noch gefragt, welche Bauteile man am besten einmal überprüft. Nennen Sie 2. Gut, die Wasserpumpe habe ich hier oben schon genannt. Was könnte man noch prüfen? Den großen Kühler. Wenn man da irgendwo Laufspuren sieht, rosanes oder grünen Kühlmittelzusatz hat, dann sieht man da ja immer schöne Laufspuren und kann dementsprechend auch daraus schließen, dass da irgendwas undicht sein muss. In Aufgabe 14 wird es jetzt eher etwas spezifischer. Durch welches Bauteil wird die Kühlmittelpumpe angetrieben? Jetzt verhält es sich bei Zwischenprüfungen so, dass am Ende von den Prüfungen immer noch ein Anhang gegeben ist. In diesem Fall wäre das der Riementrieb und eine Montageübersicht von dem. Und wenn man das weiß, dass im Anhang eigentlich alles gegeben ist, was man braucht, guckt man einmal auf die hinteren Seiten, identifiziert das Bauteil, was gesucht ist und sieht hier einen Flachriemen, wenn man die Linie hier mal vervollständigt, die zu dem Bauteil gehört, und kann dann natürlich direkt hier hinschreiben, dass das Bauteil durch den Flachriemen angetrieben wird. Und beim Ausbau eines Flachriemens sollte man immer was beachten: die Laufrichtung. Man macht sich also mit Reifenkreide einen kleinen Pfeil, entweder Richtung Motorfront oder nach hinten auf den Flachriemen, damit man den wieder in der gleichen Laufrichtung montiert.
Nach der Demontage der Kühlmittelpumpe stellen wir fest, dass ein O-Ring defekt ist. Welchen Reparaturweg nehmen wir jetzt? Man könnte einerseits die Kühlmittelpumpe mit einem Reparatursatz instand setzen und andererseits das gesamte Bauteil ersetzen. Wir wissen nichts über die Laufleistung der bisherigen Kühlmittelpumpe, also wie lange die schon im Fahrzeug verbaut ist und wie viele Kilometer die mitgefahren ist. Also könnte es ja auch sein, dass wenn wir jetzt den Dichtring ersetzen, als nächstes ein Lager kaputt geht. Und da der Ausbau einer Kühlmittelpumpe auch mit Folgekosten durch neues Kühlmittel, eventuell noch einen neuen Flachriemen verbunden ist, gehen wir einfach auf Nummer sicher und ersetzen das komplette Bauteil. Die Begründung dafür habe ich euch gerade schon genannt. Nächste Aufgabe, was ist bei der Verschraubung der Kühlmittelpumpe zu beachten? Wir gucken wieder in den Anhang, identifizieren unsere Schrauben, die an der Kühlmittelpumpe sind. Das ist in dem Fall Nummer 5. Und wir sehen, bei Nummer 5 steht 8 Newtonmeter. Das heißt, wir müssen beachten, dass die Schraube mit 8 Newtonmetern festgezogen wird. Nächste Aufgabe, 3 Aufgaben vom Frostschutzmittel. Sollte jeder von euch hinbekommen. Ich schreibe hier jetzt keine auf, sondern nenne einfach mal ein paar Beispiele. Wir wollen ja nicht, dass unser Motor anfängt zu rosten. Wir können damit auch noch den Siedepunkt vom Wasser bzw. vom Kühlmittel ein bisschen beeinflussen. Und natürlich soll es auch vor Frost schützen, wie der Name schon sagt. Da sollten jeden eigentlich 3 Aufgaben einfallen. Was ist zu beachten, wenn wir ein Kühlsystem mit einer Entlüfterschraube haben? Naja, wenn man das neu befüllt, macht man diese Entlüfterschraube auf, füllt am Ausgleichsbehälter so lange Kühlmittel rein, bis etwas da rausläuft, beziehungsweise bis es den oberen Stand an der Entlüfterschraube erreicht hat, macht diese Entlüfterschraube wieder zu und entlüftet dann ganz normal weiter das Kühlsystem. Den allgemeinen Ablauf beim Befüllen eines Kühlsystems ohne Befüllgerät und ohne Entlüftungsschraube sollte auch jedem bekannt sein. Wir füllen den Ausgleichsbehälter auf, warten immer wieder ab, bis das Kühlmittel sich ein bisschen gesetzt hat, pumpen mit unseren Händen auch noch so ein bisschen an den Schläuchen vor. Und wenn sich erstmal kein Kühlmittel mehr reindrücken lässt, starten wir den Motor und füllen dann permanent weiter Kühlmittel auf, bis erstmal keine Luft mehr entweicht. Dann verschließen wir den Ausgleichsbehälter, erhöhen ein bisschen die Motordrehzahl und warten einmal ab, bis der Motor richtig warm wird. Am besten auch noch bei erhöhter Leerlaufdrehzahl, dass unsere Wasserpumpe da richtig Menge durchmacht. Und wenn es aus der Heizung warm rauskommt und nicht großartig viel Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter weiter rausgezogen wurde, machen wir den Motor wieder aus, öffnen vorsichtig den Ausgleichsbehälter und füllen nochmal auf Max auf. Anschließend natürlich noch eine Probefahrt und danach nochmal gucken. Im Kühlsystem des Fahrzeugs befinden sich 2,75 Liter Wasser und 3,25 Liter Kühlmittelzusatz. Wie groß ist das Mischungsverhältnis in Prozent? Wir haben gegeben 3,25 Liter Kühlzusatz und eine Gesamtmenge von 6 Liter Gesamt. Dann nehmen wir unsere 3,2 Liter Kühlmittelzusatz, teilen diese durch die Gesamtmenge mal 100 und kommen dann auf 54%. Nächste Aufgabe, da ist gefragt, wie hoch der Gefrierpunkt der Kühlflüssigkeit ist. Vergleiche mit der Tabelle. Ich blende die Tabelle hier nochmal ein. Die wurde leider von dem Programm beim Speichern nicht übernommen. Und wenn wir das ablesen, sehen wir, wir haben dann einen prozentualen Kühlmittelzusatz von 54%. Das bewegt sich dann also zwischen minus 35 und minus 40 Grad.
Und zu guter Letzt 6 abschließende Arbeiten, die vor der Kundenübergabe durchzuführen sind. Werde ich jetzt auch keine aufschreiben. Das sollte euch, denke ich mal, bekannt sein, dass man da die Lenkradschoner, Sitzschoner rausnimmt, nochmal eine Probefahrt durchführt, auf Undichtigkeiten erneut prüft, nochmal den Kühlmittelstand prüft und gegebenenfalls das Auto auch nochmal kurz durchsaugt, sollte irgendwas dreckig geworden sein. Und Lackschoner, die müssen natürlich auch weg. Und wie ihr seht, eine Zwischenprüfung theoretisch ist eigentlich kein großes Ding. Man muss nur wissen, dass es im Prinzip einfach nur ein theoretischer Ablauf eines Arbeitsauftrages ist und alle fahrzeugrelevanten Dinge, die ihr wissen müsst, findet ihr im Anhang.